als ihre österreichischen Volksgenossen, kann man das sagen? Nee, das ist ein bisschen too much, ne? Nachdem die deutsche bunte Regierung trotz internationaler und nationaler Warnungen im Frühjahr 2020 nichts gegen den Vormarsch des Coronavirus aus China unternommen hat, außer darüber zu spotten, witterten Abgeordnete der staatstragenden Regierungsparteien CDU, CSU und SPD bald die verlockenden Möglichkeiten für Demokratieabbau und Korruptionsaufbau. Eine besonders kreative und lukrative Auslegung der Marktwirtschaft legt uns der Immobilienspekulant und gelernte Bankkaufmann Jens Spahn im Nebenberuf Gesundheitsminister vor. Er schafft sich und der Maskenlobby kurzerhand die Nachfrage, die es gar nicht gab, mit der Einführung der medizinischen Maskenpflicht. Die medial gepushte und herbeiprokrastinierte Eskalation der Pandemie weckte vor allem bei den wirtschaftsnahen Politikern der Union den Geschäftssinn. Während die Deutschen im Lockdown schmorten, zu massenarbeitslos wurden oder in Kurzarbeit um 20-40% ihres Gehalts geprellt wurden, tat die CDU in der Tradition von Schäuble und Kohl das, was sie am besten kann. Die schwarzen Kassen füllen. Nun wissen wir ja auch, dass Deutschland als größtes Billiglohnland Europas auch seinen Bundestagsabgeordneten nur einen mageren Hungerlohn von 10.080 Euro monatlich finanziert. Selbstverständlich aus Steuergeldern. Viele Abgeordnete tun sich schwer, über die Runden zu kommen und fädelten deswegen zwielichtige Deals mit chinesischen Maskenproduzenten ein, an denen sie sich mit schlappen sechsstelligen Beiträgen bereicherten. Nachvollziehbar, denn sie leben in einem Land, in dem die schwarz-rot-grüne Regierungspolitik den Deutschen die höchsten Strompreise der Welt beschert hat. In den letzten 12 Jahren erhöhten sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestags ihre fälschlicherweise als Diäten bezeichneten Völlereigehälter um schlappe 43,5%. Automatische Gehaltssteigerung inklusive. Die einzigen Fraktionen, die 2017 dagegen stimmten, waren die der AfD und der Linkspartei. Wie stieg eigentlich das Gehalt der deutschen Durchschnittsbevölkerung im gleichen Zeitraum an? Oh, um 19,6%. Das heißt sozusagen, die Bundestagsabgeordneten finden sich doppelt so geil und wichtig wie ihr dummes Wahlvieh. Das Bundesdurchschnittsgehalt liegt bei 2079 Euro netto. Dieser Durchschnittswert bedeutet aber, dass die Hälfte der Deutschen weniger als 2079 Euro verdient. So erklärt sich auch, dass in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Insgesamt sind das 2,5 Millionen Kinder, wie der Kinderarmutsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI zeigt. Laut einer Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung lebt im Durchschnitt sogar jedes vierte Kind in Deutschland in sogenannter relativer Armut. Und deutsche Rentner bekommen im Schnitt 800 Euro weniger Rente als ihre österreichischen Nachbarn. Wie kommt eigentlich so eine deutsche Durchschnittsrentnerin mit ihrer kleinen Rente klar? Das frage ich mich. Also so eine Person, die 36 Jahre gearbeitet hat, zwei Kinder erzogen hat oder verzogen hat, da fällt mir ein, ich könnte mal meine Mutter anrufen. Mama? Hallo Mama. Hallihallo. Hallo, wie geht's? Und mir schaffe gerade. Ich bin gerade gestaubsaugt. Ah, okay. Ja, die Post hat nicht gekriegt. Danke, dass du mir das zugeschickt hast. Jetzt brauchst du noch was? Nee, ich wollte nur mal frohen. Wie viel Rente kriegst du eigentlich? 1.500 so ungefähr. Also 1.500 Euro Rente. 1.500? 1.005. Ja, was ist denn 1.000? Wie, 1.005 Euro? Ja. 1.005. Ich muss genau googeln. Warte mal. Da muss ich erst die Mappe holen. Okay. Ich mich höchstens getäuscht haben. Wie viele Jahre hast du eingezahlt? Ach, vielleicht. Vielleicht 5, 36, hä? Okay, 36. Okay, gut. Zwei Kinder dabei. Und zwei Kinder dabei. 1.005 Euro und 38 Cent bekommst du jetzt als Rente. Jawohl, zur und, Zeit. Und jetzt kriegen wir die Ossis-Erhöhung. Und kann man davon leben?
Gut. Weil du kannst noch nicht sterben davon. Wenn du jetzt Miete bezahlen musst, ja, als wenn du jetzt alleinstehend bist und hast die Rente, kannst du nicht davon leben, ne? Ich rufe dich später nochmal an. Tschüss, danke. Cool, ja, das war meine Mutter. Kein Land hat so viele Masken und so viele Parlamentsabgeordnete wie die bunte Republik Deutschland. Doch. Der Volkskongress der Volksrepublik China mit ihren 1,3 Milliarden Einwohnern, die haben noch mehr Abgeordnete als wir. Und da kommen ja auch die ganzen Masken her. Corona. Alle Geschäfte sind pleite oder zwangsgeschlossen, aber ein CDU-Politiker, den können sie sich immer noch kaufen. Deswegen machen wir doch mal einen kleinen informellen Zoom-Call mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel. Mein Haushaltsplan durcheinander bringen und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Wenn die nochmal so anfängt, dann kriegt sie das Ding sauer, weil es um unseren Einkauf geht. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Es wird sich ja kein bisschen ändern. Ich komme aus der Industrie. Ich weiß, wie lange die Ware noch haltbar ist. Und man muss nur darauf achten, dass die Kühlkette eingehalten wird. Und weil ich aus der Industrie komme, ich weiß, wie lange so Ware noch haltbar ist. Tja, was soll man noch dazu sagen? Schwarzer Filz auf rotem Grund mit grünem Schimmel. Das ist Deutschland und das war die rechte Ecke für heute. Wenn euch das gefallen hat, dann bitte lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem teilt das Video über WhatsApp, Telegram, Twitter, Tinder und was weiß ich. Wir sehen uns bald und denkt daran, rechts ist richtig, links ist giftig. Und deutsche Rentner bekommen im Schnitt 800 Euro weniger Rentner. Jetzt reicht's alleweil.